So, und da sind wir auch wieder in der Haut unserer kleinen Soldatin mit einer neuen Festplatte. Ich hoffe, das Spiel läuft jetzt besser. Ist noch etwas früh. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin nicht immer noch wach. Nein, ich bin brav gerade aufgestanden. Muss dann auch gleich noch irgendwann weg, aber ich habe gedacht, okay, eine Aufnahme sitzt noch, komm. Bisschen um die neue Festplatte auszuprobieren, ob es auch wirklich daran liegt, im Augenblick sind die Frames stabil bei 30. So, ansonsten muss ich wirklich gucken, woran es ansonsten liegt. Gut, im Augenblick sind auf Ordnantel ganze zwei Leute. Das sind ganze zwei Leute. Einer davon bin ich. Aber wenn das wirklich daran lag, dann habe ich hinterher, wie ich bereits schon mal angesprochen habe, so oder so ein Problem auf Coruscant, weil da sind es dann keine zwei, sondern in der Primetime 200. Na gut, okay, das wohl eher weniger. Bei 200, ja, waren es glaube ich mal. Ich bleib mal bei meiner Aussage von 150, sowas. Pi mal Daumen. So. Aber na gut. Hey. Im Augenblick scheint es doch zu laufen. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich Post. Ich habe mir schon mal ein paar Sachen zugeschickt. Meine alten Sachen. Was heißt meine alten Sachen? Die Sachen, die ich vorhabe zu tragen. Ich brauchte einfach Platz auf meinem anderen Schein der Frachtrampe. Da liegt eine komplette Frachtrampe voll mit, oder da lag jetzt vielmehr eine komplette Frachtrampe voll mit Modifikationen und hasse nicht gesehen und O-Ringen und so dem ganzen Zeug. Und eine ganze Frachtrampe ist doch übertrieben, da habe ich jetzt erstmal eine halbe hier rüber geschickt. Erstmal kurz ein Schlückchen Kaffee getrunken. Um diese Uhrzeit muss Kaffee sein. Na gut, eigentlich muss Kaffee auch um andere Uhrzeiten sein. Boom. Wie steht ihr denn zu Kaffee am Morgen? Oder generell am Morgen? Am Abend? Generell Kaffee. Wie steht ihr zu dem Thema? Mögt ihr Kaffee? Hasst ihr Kaffee? Liebt ihr Kaffee? So wie ich. Und einige andere, viele Menschen auf der ganzen Welt wahrscheinlich auch. Auch wenn ja mehr Tee getrunken wird auf der Welt, habe ich das Gefühl. Ich meine, in den ganzen asiatischen Ländern wird vorwiegend Tee getrunken. Jetzt China, Indien. Und das ist ja schon der Großteil der Welt. So, zählt zwei Länder auf und hast den Großteil der Welt aufgezählt. Super. Aber es ist ja nun einmal so. Ich habe es mir doch auch nicht ausgesucht. So. Die Engländer trinken auch Tee, klar. Kommt natürlich auch alles noch so ein bisschen vom englischen Einfluss her mit dem ganzen. Tee in Indien. War ja lange Zeit Englisch. Naja. Ich für meinen Teil trinke Kaffee. Stehe nicht so auf Tee. Ja. Ams. Separatisten, Räuberanführer. Ja, klar, natürlich. Die armen Zivilisten ausrauben. Am besten noch umbringen, vergewaltigen. Und hast du nicht gesehen. Ist einfach, ne? Sich an den Wehrlosen zu vergreifen. Aber das mache ich jetzt auch mit euch. Und ja, es ist einfach. Macht Spaß. Ups. Ich benutze sogar euer Zelt. Nee, sowas macht man nicht. Man bricht nicht woanders ein. Wenn es nach Kaffee riecht, vielleicht. Bams. Doch, ich muss sagen, die Anfangsfähigkeiten von der Schmugglerklasse, beziehungsweise Revo und Schurke,
Finde ich wesentlich nützlicher. Habe ich aber auch, glaube ich, schon einmal angesprochen gehabt. So, da kommen wir gleich her, mal Doc Ock. Ich nenne ihn immer Doc Ock. Dr. Ogurob. Haftgranate. Wird im Übrigen die Vermächtnisfähigkeit, wenn wir denn Kapitel 3 irgendwann abgeschlossen haben, was bestimmt noch dauern wird. Ist auch durchaus eine der stärksten Fähigkeiten des Soldaten, denke ich mal. Also stärksten jetzt in Anführungszeichen. Macht schon Damage, wenn ich mich... Ich habe jetzt keinen Soldaten auf der NNN-Stufe. Scheibenkleister. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der doch auch irgendwo, nicht nur irgendwo, sondern ist der auch in der Rota mit drin. So, die Haftgranate. Kraftzellen 16. Ja, es geht eigentlich so weit bei einer Abklingzeit von 15 Sekunden. Ob man die jetzt auf CD hält. Ich habe mich nie wirklich mit dem Soldaten beschäftigt. Zugegebenem Zockergelbener Marschen. Kehre zu dem zurück. Ja gut, wir sind ja nett. Wir spielen ja nett. So, hätte ich es eilig. So, komm, den umgehe ich. Hier, screw you. Hätte ich es eilig, würde ich sagen, okay, teleportiere ich mich zurück. Nehme ich die paar Punkte in Kauf. Bams. Dann schleicht sich doch an jemanden mit einer Bombe ran, Digga. Haben dir das deine Eltern nicht beigebracht? Dass man sich an keine Leute mit Bomben reinschleicht. An keine Leute mit Bomben ranschleicht. Boah, ey, ich muss sagen, ich bin... Um jetzt mal wieder das Thema zu wechseln, von Bomben zu meiner Festplatte. Ich weiß, ich hatte dieses Thema schon kurz angeschnitten gehabt. Aber ich bin richtig begeistert. Jetzt habe ich nicht nur 1 Terabyte mehr Speicher. Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, Speicher zu haben. So, er wurde auch eng, der Speicher irgendwo. Er wurde auch eng bei mir. Von dem her brauchte ich so oder so mal wieder eine neue Platte. Oder eben, ich hätte was löschen müssen. Aber das mit dem Löschen... ja, nee. Ihr wisst ja... Mein Gott, der Inventar. Inventarisiere dich gleich. Handschuhe habe ich, glaube ich, im Augenblick gar nicht an. Cool. Ein Billigzeug vom einen Billigzeug weg zum anderen. Finde ich gut. Ach so, dann müssen wir da rein und ihm die Halskette geben. Bams. Und der droppt noch mehr grünes Zeug. Super, wo soll er denn alles lassen? Wo soll ich das denn alles lassen? Herrgott, noch eins. Und natürlich droppt List. Schön. Das nahe as apis mastinis meagas rupas tisar. Nehmt das Erbstück. Vereitag ama confidankas bavanal unguts. Solltet ihr sie nicht verhaften? Plata apatiki, erpuit, vertini, savasir, servebe, kasis. Tintas nas bava dalev, adja pas laptis greafs lakinis. Auch gut. Kam mir gerade eine Idee, will ich nicht sagen. Aber irgendwo doch so ein Gedankengang. Ich meine, irgendwo habe ich das Gefühl, die gehen hier vielleicht etwas naiv durch die ganze Weltgeschichte. Die eine erzählt dem Soldaten, oder der Soldatin in meinem Fall, ich musste was zurücklassen. Kannst du mir das bitte wiederholen? Und dann sagen wir, ja klar, mach ich. Kein Problem. Und dann steht da einer mitten im Schlachtfeld auf einer Hütte, durchsucht was und sagt, ma, die ist die Böse. Und dann ist die auf einmal die Böse. Vollkommen egal. Uns wird hier einfach nur dies erzählt. Wir sind eigentlich ein ziemlich leichtgläubiges
Die sind eigentlich ziemlich leicht, glaube ich, habe ich so irgendwie das Gefühl. So. Ich kann mich auch irren. Ich meine, gut, Jedis können ja die Menschen durchschauen. Das Vermögen. Kehre zu Yalu. Nee. Nee, ich bringe der Mutter das. Ich bin zwar auch ein Soldat, aber ich verdiene mehr als 50 Credits. Ihr seid zurück. Habt ihr die Medikamente? Das sind alle Medikits. Anscheinend haben die Separatisten nicht lange genug überlebt, um sie einzusetzen. Das hilft uns hier enorm weiter. Es ist wirklich schön, jemanden mit einem guten Herzen hier auf Ort Mantell zu treffen. Danke. Ich dachte schon, es gäbe überhaupt keine guten Leute mehr. Ich helfe eben gerne. Jeder noch so kleine Beitrag bringt uns weiter. Danke nochmal. Ja, meine Güte, das ist doch jetzt nicht wahr. Verkäufer, kommst du her? Komm her, komm her. Ja, Das sind die kommst du besten her? Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch Repa selbst. Oh, für 7 repariert. Ganze 7. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, List, verkaufen, blub, blub. Alles List, List und Stärke. Warum droppt auf diesem Planeten Stärke? Ja, das frage ich mich auch. Das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut, warum auf diesem Planeten irgendetwas mit Stärke gedroppt ist. Hat mich sehr gefreut. Man kriegt ja auch kein Gefäß. Man kriegt ja auch Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? keine Klasse kriegt auch irgendwie hier einen Gefährten, der Stärke braucht oder so. Gott, ich gebe erstmal da hinten die Sidequest ab und dann geht's weiter zur Klassenquest. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir bekommen einen Soldaten. Der Soldat bekommt, glaube ich, nur Soldatengefährten. Das heißt, im Prinzip mache ich das jetzt einfach mal vom Mainstat abhängig, Zielgenauigkeit. Auch wenn unser Präsenzwert im Augenblick der höchste ist. Das ändert sich aber noch. Und der Schmuggler bekommt als erstes auch einen mit List, glaube ich. Ich glaube einen mit List. Meiner Meinung nach ist der Typ, den der Schmuggler bekommt, eine komplette Flachpfeife. Ihr leitet die Kommunikation? Ich habe ein Relais bei einem Separatistenversteck gefunden. Man hat unsere Signale angezapft. Verdammt! Ich dachte, wir hätten das schon vor einem Monat unterbunden. Ich werde alle aktuellen Übertragungen prüfen und sicherstellen, dass nichts Wichtiges herausgekommen ist. Ich schulde euch etwas. Yay. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegen wir gleich einen Erfahrungsschub. Das ist schön, das ist schön. Ich bin noch am Überlegen, ob ich ein paar auf diesen Charakter schicken soll oder nicht. Aber das wird sich dann auch bei gegebener Zeit zeigen. Im Augenblick habe ich die noch, die meine ganzen Erfahrungsschübe auf einem anderen Charakter rumliegen. Auf einem. Was ist das? Schatten. Schatten, glaube ich. Tank. Gucken, ob wir auch noch eine Botschafterklasse machen, aber erst einmal haben wir noch einige, viele Parts vom Soldaten vor uns. Oder von der Soldatin vielmehr. Die jetzt erstmal ins Hauptquartier zurückkehren wird. Oh, Sergeant, hey, ihr seid zurück. Gute Arbeit in Taloran. Wirklich gute Arbeit. Ich nehme die Einsatzkiste, die ihr geholt habt, Sergeant, und vielleicht bringt ihr mir nächstes Mal stattdessen einen lebenden Agenten der Republik. Lieutenant Basran hier denkt immer noch, ihr seid missionstauglich, also hat er eine Aufgabe für euch. Er wird sie euch erklären, während ich Bellis Daten entschlüssele. Oh, ja, es gab einen dringenden Hinweis, während ihr in Taloran wart, Sergeant. Die perfekte Operation für unseren neuen Angriffsspezialisten. Wie lautet der Auftrag? Folgendes ist passiert. Dieser Flüchtling kommt ins Fort, ja? Nicht ungewöhnlich, aber der Kerl sagt, er weiß von einem Bombenangriff der Separatisten, der heute stattfindet. Wir haben nur seinen Namen, Miru, weil er aus dem Fort geworfen wurde, bevor wir bei ihm waren. Es ist doch wohl eher unüblich, Informanten rauszuwerfen. Jeden Tag kommen irgendwelche Penner her, um Daten gegen Credits zu tauschen. Zu 90% erzählen sie Blödsinn, also werden sie von den Aufpassern unten verjagt.
Miro könnte zwar lügen, aber was, wenn er etwas über die ZR-57 weiß? Wir können dieses Risiko nicht eingehen. Wie dem auch sei, wir haben Nachforschungen angestellt und Miro lebt im Flüchtlingslager. Vielleicht findet ihr ihn dort. Jawohl. Während ihr fort seid, wird Jorgen die Informationen aus Belles Einsatzkiste entschlüsseln. Hoffentlich finden wir heraus, was die Separatisten verbergen. Jetzt geht zum Flüchtlingslager und beschafft euch Miros Daten. Wenn dieser Bombenangriff bald stattfindet, haben wir keine Zeit zu verlieren. Yay. Okay. Ich muss sagen, oder den Erfahrungsschub packe ich mir in die Leiste. Hau ich, glaube ich, jetzt noch nicht rein, weil das jetzt einfach vergebene Zeit wäre. Das ist, der läuft eine Stunde. Und von dem her wäre das jetzt ganz einfach vergebene Zeit. Oh Gott, ich muss mich daran erinnern, mir Geld zu schicken. Mir Geld zuzuschicken. Um noch das ein oder andere zu lernen. Sprich mit Miro. Klar, ich spreche immer mit Miro. Miro. Mein Gott, Raketenschub ist so gut. Ich weiß nicht, wie ich da früher ohne damit ausgekommen bin. Oh nein, nicht schon wieder. Reicht es nicht, dass ihr mich schon am Vor verprügelt habt? Müsst ihr jetzt auch noch herkommen? Ihr seid doch bloß Verbrecher in Uniform und eure Vorgesetzten werden davon erfahren. Und auch die Vorgesetzten eurer Vorgesetzten. Ganz Coruscant, verstanden? Das ist euer Ende. Ich bin nicht bloß ein Verbrecher in Uniform. Ich bin ein schwer bewaffneter Verbrecher in Uniform. Ja, das sehe ich. Wollt ihr etwas von mir oder seid ihr nur hier, um mich zu bedrohen? Ich konnte einfach nicht widerstehen gerade. Ihr habt behauptet, Informationen für uns zu haben. Sagt mir, was ihr wisst. Jetzt wollt ihr die Informationen also doch? Tja, wisst ihr, vor ein paar Stunden hätte ich euch noch helfen können, bevor ich so zugerichtet wurde. Aber jetzt, nach dem ganzen Trauma, habe ich vielleicht alles vergessen, was ich jemals über den Bombenanschlag der Separatisten wusste. Was ist los? Raus damit! Warum gleich so aggressiv? Ihr Soldaten habt einfach keinen Respekt. Das ist euer Problem. Wenn mir die Republik durch ein paar Credits zeigen würde, wie viel ihr mein Beitrag wert ist, dann könnte ich mich vielleicht erinnern. Ich will einfach nur mal sagen, wir haben unseren Respekt auf dem Rücken. Aber, na gut, wir sind ja lieb. Auch wenn mir der Typ absolut gänzlich unsympathisch ist. Hier, und jetzt erzählt mir von diesem Bombenanschlag. Jetzt verstehen wir uns. Also gut, hört genau zu. Ich habe gesehen, wie die Separatisten einige Bomben an einer nahegelegenen Straße versteckt haben. Eine Art Hinterhalt. Die Bomben sind so eingestellt, dass sie explodieren, wenn ein bestimmter Konvoi dort vorbeikommt. Ich weiß nicht wann, aber es wird bald passieren. War es das dann? Im Lager wartet noch eine Menge Arbeit auf mich. Ich danke euch für eure Hilfe, Sir. Ich weiß das zu schätzen. Ja, sicher. Jederzeit wieder. Wobei ich mich, revidieren muss. Ich hätte auch keine Lust, nochmal irgendetwas zu sagen, wenn ich die ganze Zeit einfach nur von irgendwelchen Soldaten verprügelt worden wäre. Von dem her möchte ich meine Aussage von vorhin Miro bezüglich erst einmal revidieren. Also, Sergeant, ich habe alles, was Miro gesagt hat, überprüft und es scheint so, als würden die Informationen über die Bomben stimmen. Ich will, dass ihr zu der Straße geht, die Miro beschrieben hat und dort die versteckten Bomben der Separatisten findet. In Kürze soll ein Truppenkonvoi die Straße passieren. Die Bomben müssen also so schnell wie möglich entschärft werden. Beeilung, Soldat! Ich mache mich sofort auf den Weg. Jorgen, Ende. Ja, der Jorgen. Ein Militärtyp, wie er im Buche steht. Aber wie er wirklich im Buche steht. Das kannst du aber glauben. Ja, mein Dialekt ist nicht ganz so perle. So. Na gut, komm. Ein paar Minuten.
Komm her, ich will doch nur auf die Map gucken. Wie sich dann immer gleich der Chat öffnet, das ist doch nicht zu fassen. Entschärfe die erste Bombe, die zweite Bombe. Okay, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müssen wir dafür einfach nur vor das Vorgehen. Das kann man dann... Das kann man da immer machen. Das können wir noch machen. Und dann beende ich die Aufnahme auch. Ist ja auch schon recht früh. Ich bin erstaunt. Was heißt, ich bin erstaunt? Doch, ich bin erstaunt, dass ich um diese Uhrzeit überhaupt den Elan hatte aufzunehmen. Normalerweise suche ich um die Uhrzeit mehr die Kaffeemaschine so. Boah. Was heißt suchen? Kaffeemaschine muss man nicht suchen. Ich finde man instinktiv. Die riecht man. Dann mit dem morgendlichen Geruch von Kaffee in der Nase. Das ist... Es ist einfach... Wunderschön. Ich habe auch noch eine Tasse Kaffee vor mir stehen. Der Geruch steigt mir davon auch noch immer so schön in die Nase. Ach, es ist einfach... Es ist ein herrliches... Es ist einfach ein herrlicher... Geruch. Total unauffällig, die Bomben. Wollte ich mal kurz loswerden. Ups. Du legst ihn wieder. Und du kriegst auf den Kopf. Schick, schick, schick. Ah, verdammt, ich hätte mir vielleicht doch besser den Erfahrungsschub reinhauen sollen. Na egal, mit so etwas bin ich immer viel zu sparsam. Habt ihr gedacht, ihr kriegt mich down? Dann bekomme ich ein Level up und bin wieder oben auf. Effektiv, Schuss. Was mich dazu führt, dass ich die Tassenbelegung meiner Hotkeys noch, meine ganzen Hotkeys noch ändern muss. Wenigstens muss ich das Interface nicht neu einstellen, das hat doch schon mal auf was für sich. Kehre zur republikanischen Kommandozentrale zurück. Das war äußerst effektiv. So. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich jetzt nochmal kurz... Nee, reingehe ich da jetzt noch nicht. Dann will man nächste Folge noch schön wissen, was wir hier gemacht haben. Ja. Ja, 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 ja. Und so weiter. Inzwischen bin ich sogar alleine auf Fort Mantell. Mal wieder dieser Platz, um... Bin ich mal wieder hier, um das zu beenden. So. Mit einem wunderschönen Blick auf Fort Mantell, den ich so jetzt nicht gegeben habe. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Oh Gott, was soll diese scheiß Latüchte da denn, ne? Aus dem Weg. Hopp. Ja, ich wollte die Aufnahme eigentlich beenden und jetzt renne ich hier sinnlos in der Gegend rum, aber man muss sich auch mal Zeit für die Landschaft nehmen. Das ist irgendwo doch wichtig. So. Ich meine, schön ist was anderes. Wenn ich mich jetzt hier so umschaue. Es ist ein Bürgerkrieg, ein felsiger Planet, aber letzten Endes, es gibt durchaus hässlichere Planeten. Selbst im Bürgerkriegsstatus. Ich meine, du kommst nach Hoth und kannst umdrehen und hast schon alles gesehen. Wenn du einfach nur die ganze Zeit Schnee siehst. Tatooine ist auch nicht anders. So, und mit diesem wunderschönen Blick verabschiede ich mich jetzt von euch. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.